Wir haben uns angeschaut, das Aufkommenspotenzial einer EU-weiten Vermögensteuer, also was es bedeuten würde oder welches Aufkommen es erbringen würde, wenn man EU-weit eine harmonisierte Vermögensteuer einführen würde. Der Kontext, in dem wir uns das angeschaut haben, ist die Diskussion über die zukünftige Finanzierung des EU-Budgets. Im Moment ist es hauptsächlich aus nationalen Beiträgen finanziert. Das trägt natürlich überhaupt nichts bei zu zentralen EU-Zielen. Die EU-Vermögensteuer ist eine Option, das EU-Budget so zu finanzieren, dass es auch einen Beitrag gibt zu einer nachhaltigen sozialen und ökonomischen Entwicklung in der EU. Das ist einer jener Vorschläge, die wahrscheinlich das wenigste Potenzial haben, tatsächlich in nächster oder auch mittelfristiger Zeit umgesetzt zu werden, gegeben der jetzigen politischen Zusammensetzung innerhalb der europäischen Institutionen und des Appetits nach weiterer europäischer Integration innerhalb der Mitgliedsländer. Wenn man ein bestimmtes Ausmaß an öffentlichen Leistungen zur Verfügung stellen will, egal ob auf EU-Ebene oder auf nationaler Ebene, wie finanziert man das am sinnvollsten? Und da ist die Vermögensteuer ganz sicherlich eine sehr auch nachhaltigkeitsorientierte Option, weil sie auf der einen Seite einen Beitrag zur sozialen Inklusion leisten kann und auf der anderen Seite eben einen Beitrag zu einer nachhaltigeren, auch ökonomischen Entwicklung, nämlich dann, wenn sie andere, weniger nachhaltigkeitsorientierte Steuern ersetzt, vor allem die hohen Steuern auf die Arbeit, die ja in allen EU-Ländern relativ hoch sind.